Möglichkeiten für die ausländischen Touristen zu entwickeln, wie zum Beispiel, wir fördern jetzt die ausländischen Investitionen im Bereich Tourismus mit Joint Ventures, Verwaltungsverträge und Investitionen auch in der Infrastruktur von Tourismus, wo auch deutsche und europäische Unternehmen eine wichtige Rolle spielen können. Wir versuchen auch neue Angebote für die Gäste, weil Kuba ist nicht nur Sonne und Strand, wir haben auch andere Reichtümer wie Kultur, wie Traditionen, wie alte und schöne Städte, und wir wollen auch diese Möglichkeiten, die europäische und besonders die deutsche Gäste anbieten. Wir haben auch natürlich nicht nur Entwicklung im Bereich Sonnen und Strände und Kulturtourismus, sondern auch in verschiedenen Bereichen wie Ökotourismus und Gesundheitstourismus. Wir haben in den letzten Jahren aufgrund der Entwicklung, die Kuba im Bereich Gesundheitswesen erreicht hat, wir haben viele neue Möglichkeiten und Kapazitäten für den Gesundheitstourismus entwickelt. Es sind auch mehrere Tausende Deutsche schon als Patienten und Gäste in Kuba gewesen, und die haben schon in Kuba verschiedene medizinische Behandlungen gehabt. Wir haben hier in Hannover ein Unternehmen mit zwei kubanischen Ärzten, die sind als Berater, die arbeiten in diesem Bereich mit dem Gesundheitstourismus. Das heißt, dort sehen wir eine neue Möglichkeit für die Entwicklung der Zusammenarbeit im Bereich Tourismus zwischen Kuba und Deutschland.